Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich musste mal kurz so zur Seite rutschen, weil irgendwie war ich nicht in der Mitte. Heute habe ich für dich ein Unboxing von der Glossy Box in der Limited Edition Barbour. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ist jedes Jahr immer wieder super, super, super begehrt, weil Barbour halt sackenteure Pflegeprodukte sind, wo sich jeder darüber freut, einfach so die Möglichkeit zu bekommen, sie für einen relativ geringen Preis einfach mal auszuprobieren. Wir haben hier, Barbour-Produkte drin, genau. Abonnenten zahlen 35 Euro, Nicht-Abonnenten 45. Mit dem Code Claudia Limited kannst du aber auch als Nicht-Abonnent 40 Euro dafür bezahlen. Ab und an hauen die bei der Glossy Box halt Limited Editions raus, sei es den Adventskalender, der tierisch krass ist, oder halt jetzt so die Barbour-Box mal wieder, ne? Und da möchte ich einfach mal mit euch zusammen hineinschauen. Schöne grüne Box, definitiv. Die hier habe ich mir jetzt aber selber gekauft. Ich weiß nicht, ob ich noch eine PR-Box bekomme. Da müssen wir mal gucken, ob ich die dann verlose oder so. Aber jetzt gerade in diesem Video kann ich halt leider keine Verlosung machen, weil ich gerade nicht weiß, ob ich dann noch eine kriege, ne? Genau. So. Oh, hier hinten steht was im Deckel. Together we make this world a more beautiful place. Ja, zusammen machen wir die Welt, diese Welt zu einem schöneren Platz. Okay, wenn ihr das sagt, Barbour, dann schauen wir mal. Hier haben wir dann einmal das Schätzelein. Mittlerweile haben wir dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ja in der digitalen Version. Bist du bereit für eine ganz besondere, luxuriöse Beauty-Überraschung? Zusammen mit Barbour haben wir eine exklusive Limited Edition der Glossy Box kreiert, die im schicken, modernen Special Design jede Menge hochwertige Skincare-Highlights für dich bereithält. Genau, und hier kannst du dann halt mit dem QR-Code dich... Ich bin aus der Puste... online da in das Heftchen reinlesen. Da werde ich mir auch die Preise zu den einzelnen Produkten raussuchen. Wir haben hier einfach mal den ersten Blick in die Box. Ja, die Sachen sind halt noch original verpackt. Du riechst hier halt nichts raus. Ich mache mal das Schleifchen auf und öffne den Klebi. Ja, das Seitenpapier wird leider auch mit ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, das Ganze startet hier gleich mit einem Gutschein. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Aber hier haben wir die Produkte drin enthalten. Und zwar ist es ein 10-Euro Behandlungsgutschein. Also ich weiß, dass viele das ziemlich cool finden. Wir haben bei uns jetzt auf dem Dorf jetzt nicht unbedingt so einen Barbour um die Ecke, ne? Das ist so ein persönlicher Gutscheincode. Der ist gültig vom 1.9.2022 bis 30.06.2023, was schon wieder irgendwie nice ist, ne? Und ja, dann hast du einen Mindestbuchungswert von 50 Euro. Deswegen finde ich das schon wieder ein bisschen schwierig. Dann kannst du im Barbour Online-Shop halt gucken, welche Institute da so teilnehmen. Ich denke, dass ich den demnächst mal, wenn ich halt eine Verlosung mache, beilegen werde als ein weiteres Produkt oder so. Wir haben hier in der Nähe wirklich kein Barbour-Studio. Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, also wir starten jetzt hier mit dem Gutschein und dann kommt das nächste Produkt. Dr. Barbour Power Serum am Puls. Hyaluronsäure, das finde ich schon wieder cool. 8D Hyaluronsäure. Das ist, und mit Tripeptiden. 3 Ampullen sind hier drin. Das soll hydralisieren, dann aufplumpen und die Haut smoother machen, also quasi die Elastizität der Haut verbessern. Ich werde die machen, ne? Ich werde die ausprobieren. Ausprobieren ist gut. Die werden sicherlich sehr, sehr gut sein und freue mich auch darüber, dass wir hier 3 Ampullen drin haben. Sowas finde ich immer klasse. Sowas kann ich dann auch mal ab und an als Serumersatz einfach verwenden. Ja, sieht hübsch aus, hat eine Abbrechhilfe am Start. Ist auch eine super Geschichte, wenn man die Box jetzt zum Beispiel kaufen würde, um sie zu verschenken oder so, ne? Ich glaube, da freut sich der oder die Beschenkte definitiv drüber. So ein bisschen Ampullen, da hast du auf jeden Fall ein bisschen was von. Ein bisschen. Dann habe ich hier eine Handcreme drin enthalten, Spa Shaping, okay. 30 Milliliter sind hier drin, die kann man auf jeden Fall auch verwenden. Eine Handcreme kann man jetzt gut gebrauchen. Schöne gepflegte Hände machen wirklich das Gesamtbild eines Erscheinungsbildes erst richtig komplett, ne? Das ist halt wirklich so eine Sache. Klar, aktuell hat man das halt nicht, dass man sich die Hand gibt zur Begrüßung, aber ich kenne es halt aus dem beruflichen Bereich damals, aus dem businessmäßigen, dass also vor allem Außendienstler und Vertriebler und so, die hatten immer super krass manikürte und gepflegte Hände, was auch so wichtig ist, weil das ist ja im Prinzip das,
was am allernächsten am Kunden dann ja quasi dran ist. Ne? Also da, wenn man sich die Hand gibt, dann berührt man sich ja halt direkt und dann ist es einfach schöner, wenn man direkt so eine gepflegte Hand halt auch sieht und Menschen achten auch auf Hände, finde ich. Und ja, ich bin da halt ein bisschen crazy drauf mit bunten Fingernägeln mittlerweile, aber das ist meine kleine persönliche Rebellion, die ich einfach führe und die ich mag. Ja. Genau, aber gepflegte Hände sind unheimlich wichtig. Das muss ich wirklich sagen. Manche können es halt einfach nicht vermeiden. Dass, oder wenn ich jetzt auch viel im Garten wäre oder wenn ich viel, keine Ahnung, hier renovieren würde oder so, was ich jetzt ja alles aktuell nicht darf, dann würden meine Hände auch deutlich anders aussehen. Ne? Oder wenn man, damals habe ich ja auch in der Küche gearbeitet. Als Schülerjob habe ich 8 Stunden oder 10 Stunden am Stück einfach irgendwie Sachen abgespült und so. Da sehen die Hände natürlich etwas anders aus, aber wenn es halt darum geht, dass man irgendwie so einen Termin hat oder ne, wie auch immer, man kennt ja auch diese klassischen Hochzeitsbilder, wo dann diese Hände sieht man mit den Ringen und alles ist wunderschön und da gehen die Leute auch immer vorher zur Maniküre, auch die Männer. Ja, heißer Brei, wir reden drumherum. Dann habe ich als nächstes von Dr. Barbour Clean Formans Clay Multi Cleanse ein Produkt. Wo stehst du auf Deutsch drauf? Nirgendwo. Schade. 95% natürliche Inhaltsstoffe cleanse skin and refines pores. Das ist nett. Ja, einfach ein Reiniger, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin. Das muss man sich dann einfach mal anschauen. Womit er dann auch reinigen soll. Aber ich sehe hier, glaube ich, Milchsäure, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist total interessant, weil hier sind die ganzen Inhaltsstoffe aufgeführt und die jeweilige Funktion dazu. Das ist neu. Das finde ich gerade total interessant. Wirklich, wirklich cool. Also wofür jeder einzelne Inhaltsstoff da ist, das ist nice. Und aus Aachen kommt Barbour, das ist ja in Deutschland. Hier steht auch irgendwo was bestimmt auf Deutsch dann drauf. Ja, multifunktionaler Reinigungs-Clay und Maske in einem. Clay ist ja Lehm. Befreit die Haut Poren, die von Make-up, Unreinheiten sowie überschüssigem Talg und verfeinert die Poren. Das hört sich tatsächlich nach einem sehr schönen, angenehmen Produkt an, finde ich. Empower your healthy glow. Ja. Das soll dann alles hübsch machen. Und das kann man definitiv ausprobieren. So als zweiten Schritt von meiner Reinigung könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß jetzt nur nicht, weil ich eine sehr trockene, sehr sensible Haut habe, ob ich das täglich anwenden könnte. Aber ich würde jetzt mal ganz grob ja sagen. Weil du benutzt es ja zur Reinigung. Das heißt, du wäschst es ja ab. Du kannst es theoretisch auch als Maske dann länger dann wahrscheinlich drauf lassen. Also ich finde es interessant, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt hier dann das nächste Produkt gewesen. Dann habe ich hier auch nochmal eine Clean Formans Dr. Barbour Overnight Mask Renewal. Okay, die kannst du dann über Nacht drauf lassen. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch hier ist genau aufgeschrieben, wofür welcher Inhaltsstoff sein soll. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Diese reichhaltige Crememaske glättet und entspannt die Haut über Nacht. Natürliches Pektin aus dem Apfel wirkt positiv auf den Natural Moisturizing Factor, NMF, ein. Ach, guck mal. Ein hochkonzentrierter Komplex aus Prä- und Probiotika stärkt die Hautbarriere und ein nachhaltig gewonnener Baumrindenextrakt unterstützt die Hautfestigkeit und Elastizität und beugt die ersten Anzeichen der Hautalterung vor, in Kombination mit einem Serum. Ja. Ich mag Übernachtmasken nicht, da bin ich ehrlich, das Produkt wird nicht bei mir bleiben. Ja, hört sich aber eigentlich gut an, ne? Weil Übernacht, nee, das ist nicht meine Welt tatsächlich. Vielleicht als Nachtcreme, ja, aber nee, also das wird weiter wandern. Ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Also ich habe ja die Möglichkeit, das einfach zu machen. Ich mache ja ziemlich viele Verlosungen hier. Zum Jahresende hin wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen, da werde ich irgendwie demnächst nochmal ordentlich einen raushauen, dass ich meinen Lager etwas leerer bekomme, genau. Aber dieses Clean Formans haben wir jetzt hier recht viel vertreten. Das ist interessant, denn hier habe ich auch noch eine Awakening Eye Cream. Okay, auch das ist sehr natürlich, 15 Milliliter. Spendet Feuchtigkeit, reduziert Schwellung. Sowas ist doch wirklich, wirklich nett. Das möchte ich wirklich, wirklich, wirklich mal ausprobieren. Und ich glaube, dieses Clean Formans hat auch mit den Inhaltsstoffen und der Transparenz zu tun, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, sieht so aus. Echt hübsch. Das Einzige, was mich hierbei triggert, ist, dass ich das nicht hinstellen kann. Weil ich eigentlich alles immer so hinstelle. Aber sonst, das
kommt in meine Backups. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und dann habe ich hier noch das letzte Produkt drin enthalten. Und zwar Barbour HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream 15 ml. HSR weiß ich jetzt gerade nicht, was es heißt ad hoc. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Und ja, quasi eine Antifaltencreme. Aber das war klar, dass wir auch irgendeine Creme hier drin haben werden. Diese luxuriöse HSR Lifting Creme setzt neue Maßstäbe im Bereich des kosmetischen Liftings bei Barbour. 6 Hochleistungswirkstoffe wirken gegen alle Faltenarten. Gegen alle. Das ist natürlich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, Leute, ne? Die Entstehung neuer Falten wird durch ein natürliches Glucosid verlangsamt, sodass die Haut länger jünger erscheint. Die Haut zeigt sich sichtbar geglättet, praller und straffer. Gut, das wirst du jetzt mit 15 Millilitern wahrscheinlich nicht langfristig erreichen, ne? Aber zum Ausprobieren, ob das was für einen ist und so, kann man sich das auf jeden Fall gönnen. Doch, ne? Also, das ist eine schöne, schöne Inhaltsgeschichte. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Also, Behandlungsgutschein hätte ich persönlich jetzt, glaube ich, jetzt hier einfach nicht drin gebraucht. Da wäre vielleicht ganz schön gewesen, alternativ irgendwie noch so was leicht dekorative, kosmetikmäßiges drin zu haben. Fahre ich halt tierisch drauf ab, kann man nicht anders sagen, ne? Ansonsten, von den Pflegeprodukten her, macht das wirklich einen sehr positiven Eindruck. Auch, dass es halt Produkte sind, die theoretisch jeder mit jeder Haut verwenden könnte. Ja, theoretisch halt, ne? Also ich finde, dass die Barbour-Box sich mal wieder gelohnt hat. Schreibt mir das, wie gesagt, mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!